Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Weiter geht's bei uns im großen Geburtstagsprogramm hier bei Astro TV mit dem TV-Comeback. Bernadette Rohleder endlich wieder da, aber nur heute und morgen. Sie müssen also auf jeden Fall dranbleiben. Ab 21 Uhr folgt dann Thomas Raschke und ab 23 Uhr, darauf möchte ich Sie jetzt auch schon einmal hinweisen, eine Doppelstunde mit dem Jenseitskontakt-Spezial. Gisela Rösch und Lorelei freuen sich auf Sie. Doch jetzt, ich habe den ganzen Tag darauf hingearbeitet. Das ganze Team hier von Astro TV hat sich wirklich so gefreut. Und jetzt ist der große Moment, meine Damen und Herren. Wir rollen den roten Teppich aus für das TV-Comeback des Jahres. Hier ist sie, Bernadette Rohleder. Viel Spaß. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Hallo und herzlich willkommen hier live bei Astro TV aus Berlin. Mein Name ist Bernadette Rohleder. Ich bin ein hellsichtiges Medium. Wie immer die mystischen Kipperkarten mit dabei. Ja, ich war jetzt 5,5 Jahre nicht mehr auf Sendung und habe mir gedacht, ich schaue mal zum Geburtstag von Astro TV vorbei und gebe euch die Möglichkeit, jetzt mit der Blitzrunde mit mir zu starten, Frage oder Highlight. Für alle, die mich noch nicht kennen, könnt ihr gerne das Angebot auch nutzen, um einfach mal ja, bei mir eine Beratung auszuprobieren. Ich lege seit mittlerweile 25 Jahren die Karten und bin hier 8 Jahre bei Astro TV auf Sendung gewesen und hat mir immer viel Freude gemacht. Wir haben viel gelacht und viel geweint zusammen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier mich zu erreichen. Für alle die gleichen Chancen. Die Blitzrunde ist die schnellste Runde bei Astro TV. Und ich würde mich freuen, so viele Beratungen wie möglich in dieser Stunde mit euch machen zu können. Wer hat es denn geschafft? Hallo? 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 Guten Abend, du bist schon bei mir. Hallo? Frage oder Highlight? Hörst du mich nicht? Ah, hallo, jetzt höre ich dich. Jetzt bist du da. Frage oder Highlight? Super. Highlight, bitte. Alles klar, gucken wir uns an. Schön, dass du wieder da bist. Dankeschön. Ich habe dich richtig vermisst. Ich habe euch auch vermisst. So, dein Highlight ist, jetzt in den Sommermonaten kommt wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben und auch Beständigkeit, weil die Beständigkeit hat das letzte halbe Jahr sehr gefehlt. Sei offen für deine spirituellen neuen Erfahrungen. Alles Liebe dir. Danke, wünsche ich gerne. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Ihr dürft euch, wenn ihr möchtet, auch schon während der Beratung einwählen. Die Blitzrunde ist die schnellste Runde hier bei Astro TV gewesen, zumindest wo ich noch hier war. Wer hat es geschafft? Hallo? Ja, hallo, da ist Jutta. Hallo, Frage oder hallo. Highlight? Ein Highlight, bitte. Sehr gerne. Jutta, du denkst bitte einmal an dich, dann gucken wir mal rein. Ja. Dein Highlight habe ich liegen und zwar in Ämtern und behördlichen Dingen kommt Leichtigkeit und Klarheit rein und aber auch bei dir im finanziellen Bereich löst sich eine Blockade aus den Wintermonaten. Alles Gute für dich. Ja, danke schön. Gerne, tschüss. Tschüss. Ja, ich bin schnell, klar und ehrlich. Ich berate so, wie ich selber auch beraten werden möchte. Wem es zu schnell ist, der nimmt sich im Moment Zeit und überlegt sich vielleicht eine Frage, wer mitmachen möchte. Wer hat es denn geschafft? Hallo? Hallo, hier ist Jutta. Hallo. Hallo Jutta. Ich habe ein Highlight. Sehr gerne. Du denkst bitte einmal an dich, dann gucken wir uns dein Highlight an. Du wartest auf ein Highlight in der Liebe, in der Partnerschaft. Und zwar habe ich bei dir liegen, dass du dich wieder mehr auf deine eigene Weiblichkeit einlässt und somit auch wirklich wieder mehr in die Ausstrahlung findest. Bei dir ist es ganz wichtig, vertrau dir und deinen Impulsen. Alles Gute dir. Danke. Gerne, ciao. Tschüss. Super, wer hat es geschafft? Hallo, hier ist die Bernadette. Angela, hallo Bernadette. Hallo Angela, was darf ich dir schauen? Ein Highlight hätte ich gerne. Sehr gerne, du denkst bitte einmal an dich. Ja, gerne. Okay, dann gucken wir mal rein.
Auch du hast die Leichtigkeit an den Finanzen liegen. Und zwar hast du hier wirklich wieder das Bedürfnis, auch finanzielle Wünsche für dich zu äußern, die du dann auch auf den Weg bringen wirst. Achte bitte darauf, dass du wieder mehr die Engel mit einbindest, weil das hast du in den letzten Wochen ein bisschen vergessen. Alles Liebe dir. Ja, danke. Gerne, tschüss. Schönen Abend. Ja, auch, tschüss. Super, ich freue mich, wer hat's geschafft? Hier ist die Bernadette, hallo. Hallo Bernadette, hier ist der Sven. Hallo Sven, was darf ich dir schauen? Ich hätte gerne eine Frage. Gerne. Meine ehemalige Partnerin oder meine letzte Partnerin, mit der habe ich jetzt wieder Kontakt und wir machen öfters noch was. Und ich wollte mal fragen, was daraus wird, wie die zu mir steht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die ist nicht ehrlich zu dir und sucht sich nur ihre Vorteile raus. Alles Liebe dir. Okay, ja, gut. Ich danke dir. Tschüss, bitte. Ciao. Tschüss. Super, es hat schon wieder geklingelt. Wer hat es geschafft? Hallo, da spricht der Robert. Hallo, was darf ich dir schauen? Ein Highlight. Sehr gerne. Robert, du denkst bitte einmal an dich. Ich arbeite ohne Stopp. So, dann gucken wir mal rein. Sei nicht zu streng mit dir selber. Du setzt dich oftmals selber auch unter Druck, was du schon alles erreicht haben hättest müssen. Und es ist wirklich wichtig, geh wieder mehr in die Freude und habe Spaß. Alles Liebe dir. Danke, tschüss. Gerne, tschüss. Hier ist die Bernadette, hallo. Hallo, hier ist die Annemarie. Hi, hallo. Gibt's dich auch noch? Ja, die gibt's ja auch noch. Was darf ich dir schauen? Einfach nur ein Highlight. Alles klar, du denkst einmal an dich. So, dann gucken wir uns dein Highlight an. Du hast ein Finanzhighlight liegen und hier kommt Geld rein, jetzt, von jetzt an bis zu den Herbstmonaten. Und da wirst du dir eine kleine Reise gönnen. Alles Liebe dir. Danke. Gerne, tschüss. Tschüss. Lass es gut gehen. Tschüss. Danke, tschüssi. Ja, gleich wiedererkannt. Ich freue mich, dass sich einige während der Beratung eingewählt haben, weil es hat schon wieder bei mir geklingelt. Wer hat es geschafft? Hallo. Hier spricht die Erika. Ich hätte gerne ein Highlight. Sehr gerne. Erika, du denkst einmal an dich. Okay. Ein Streit, eine Anstrengung mit Finanzen in Bezug auf eine weibliche Person. Kommt wieder mehr Klarheit rein aufgrund deines Dazutuns. Und dann liegt das große Glück, dass es geklärt ist. Und dann fällt auch eine Last von dir ab. Alles Liebe dir. Danke. Gerne. Tschüss. Super. Wer ist bei mir? Hallo? Die Inge, hallo. Hallo Inge, was darf ich dir schauen? Frage oder Highlight? Ein Highlight. Sehr gerne. Du denkst bitte einmal an dich. Bei dir sind einige Themen letztes Jahr in Stocken geraten, weil du dir auch einige Gedanken um eine weibliche Person gemacht hast. Und diese weibliche Person findet jetzt in ihr persönliches Glück. Und dann kannst du ab Herbst diesen Jahres dich wieder auf dich fokussieren und hast auch die Freude mit dabei. Alles Liebe dir. Danke dir. Gerne, tschüss. Tschüss. Ich bin hellsichtig und arbeite mit den Karten zusammen, liebe Zuschauer. Aufgrund dessen kann ich so schnell gucken, weil ich eben mit beidem arbeite. Wer hat's geschafft? Hallo? Hallo, da spricht die Astrid. Hallo Astrid, was gucken wir beide? Frage oder Highlight? Ja, Highlight bitte. Gerne. Du denkst bitte einmal an dich. Okay. Es ist wichtig, wenn sich jetzt eine männliche Person zurückgezogen hat oder zurückzieht, die nächsten 4 Wochen, dass du nicht versuchst, etwas zu klären, sondern mal abzuwarten und nichts zu tun. Weil diese Person kommt von ganz alleine auf dich zu innerhalb der nächsten 3 bis 12 Wochen. Alles Gute dir. Dankeschön. Gerne, tschüss. Hier ist die Bernadette, hallo. Ich hab's nochmal geschafft. Super. Was gucken wir jetzt? Noch ein Highlight oder eine Frage? Die Liebe, ob der Liebe kommt. Alles klar, schauen wir uns an. Schau mal, die Stillstandskarte liegt, aber die geht raus. Es ist wichtig, dass du versuchst, wieder mehr in die offene Kommunikation zu gehen, grundsätzlich den Menschen gegenüber. Dadurch kommt wieder mehr Bewegung rein und du lernst dann auch dieses Jahr jemanden kennen, wo es wichtig ist, dann auch mal zuzulassen, Gespräche zu führen. Feste Partnerschaft sehe ich Anfang nächsten Jahres. Alles Gute dir.
Super, danke. Gerne, tschüss. Danke, tschüss. Gerne, ihr dürft auch gerne eine Frage stellen. Sehr gerne, natürlich. Achtet aber bitte auf das untere Laufband. Da sind unsere Mitmachregeln drin. Einfach mal durchlesen, dass ihr wisst, wie das hier funktioniert. Wir sind in der Blitzrunde, Frage oder Highlight. Ich bin hellsichtig, arbeite mit den Karten, damit ich schnell klar beraten kann. Das ist mir wichtig und es hat schon wieder geklingelt, es hat jemand geschafft. Hier ist die Bernadette, hallo. Hallo, die Irene. Irene? Ich hätte gerne das Highlight. Sehr gerne. Du denkst bitte einmal an dich. Eine positive Nachricht von einer Freundin oder Bekannten, mit der du nicht rechnest. Es könnte auch sein, dass es eine Freundin oder Bekannte ist, die sich schon lange nicht mehr gemeldet hat. Und da habe ich liegen, sei offen für ein Treffen, da wird was geklärt. Alles Gute dir. Alles Gute auch dir. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Super, wer hat es geschafft? Hier ist die Bernadette, hallo. Ja, hallo, hier ist die Ingrid. Hallo Ingrid, Frage oder Highlight? Ein Highlight. Sehr gerne. Du denkst bitte einmal an dich. Die Frühlingsmonate warst du ganz schön ausgebremst. Es ist wichtig, dass du wieder den Fokus auf eine Sache, und zwar Schritt für Schritt legst, weil ich habe dich wirklich verteilt von der Energie her liegen und deshalb gerät bei dir immer wieder einiges ins Stocken. Wenn du das beachtest, dann lässt du es wieder laufen und fließen und dann hast du auch das Gefühl, es flutscht wieder. Alles Gute dir. Danke. Gerne, tschüss. Frage oder Highlight hier zum Geburtstag von Astro TV zum 18. So, die Regie will, dass ich sage, dass ich mich freue, auch wenn sie es nicht gesagt hätte. Ich freue mich mega, wieder hier sein zu dürfen. Und ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und ich habe auch die ein oder andere bekannte Stimme schon wieder gehört von den Zuschauern, die hier durchgekommen sind. Es sind für alle die gleichen Chancen. Man kann, wenn man möchte, sich auch schon während der Beratung einwählen. Und sein Highlight oder sich seine Frage beantworten lassen. Waren auch schon zwei männliche Energien da, finde ich ganz toll. Das sind meistens die Männer, die sich nicht so trauen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der skeptisch ist, gerne auch als Ausprobierrunde nutzen, wer das möchte. Ich freue mich über jeden, der es probiert. Und natürlich auch über jeden, den ich beraten darf, weil deshalb bin ich extra hierher gekommen. Wer hat es geschafft? Hier ist die Bernadette. Hallo. Hallo, hier ist Anna. Ich hätte gerne ein Highlight, bitte. Gerne. Anna, egal was jetzt liegt, versprichst du mir, klingt vielleicht ein bisschen blöd oder ist falsch ausgedrückt, nimm es einfach mal so an und hinterfrage es nicht. Weil ich sehe bei dir über die Hellsicht, dass du dich oftmals schwer damit tust, dir und anderen zu vertrauen und dich selber dadurch ausbremst. Ist das richtig? Ja, kommt hin, ja. Genau. Guck mal. Und hier, du rechnest eigentlich schon immer mit dem Negativen, weil du das gewohnt bist. Jetzt ist es an der Zeit, Frühling und Sommer liegt zusammen, dass du jetzt in dein Glück gehen darfst. Aber vertrau dir und deinem Weg. Alles Gute dir. Danke dir. Bitte, ciao. Tschüss. Ich sehe die also nicht die Frage, sondern die Antwort. Dadurch, dass ich hellsichtig bin, ist die Antwort meistens schon da. Dadurch, dass ich mir aber gewünscht habe, die Blitzrunde machen zu können, ist es für mich super schnell möglich, innerhalb kürzester Zeit deine Antwort oder dein Highlight sehen zu dürfen. Wer hat es denn geschafft? Hallo? Ja, Veronika hier. Hallo, was darf ich dir schauen, Veronika? Ein Highlight, bitte. Ja. Sehr gerne. Ja. Ich habe bei dir liegen, dass du dich oftmals schwer damit tust, wirklich das zu sagen, was du denkst, weil oft Kritik an dir ausgeübt worden ist. Und es ist wichtig, dass du für dich selber ganz klar jetzt das aussprichst, was du möchtest und was du nicht mehr möchtest, weil ich habe neue Freundschaften liegen, die dann auch kommen. Alles Gute dir. Dankeschön. Gerne, ja. Tschüss. Jetzt habe ich gedacht, ich habe schon jemanden im Ohr, noch nicht. Also mir macht's mega Spaß.
Ich freue mich, dass ich wirklich, ja, dass ich hier sein darf und vor allem auch, dass mein Wunsch, den ich abgegeben habe, bevor ich heute früh um 6 Uhr von zu Hause hierher gefahren bin, dass ich die Blitzrunde machen darf, weil das die schnellste Runde bei Astro TV war, wo ich hier war. Ich gehe davon aus, dass die auch immer noch die schnellste Runde ist. Und für alle, die mich nicht kennen, die schauen vielleicht einfach mal zu und achtet bitte jetzt auf die Infos, die ihr bekommt. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, Informationen habt ihr, wie das bei uns hier funktioniert? Und es hat schon wieder geklingelt. Hallo, hier ist die Bernadette. Hallo, hier ist Renate. Hallo, ich grüße dich. Das ist mein Highlight. Sehr gerne. Haben wir schon mal miteinander telefoniert? Nein. Schön, da freue ich mich. Du hast ein Spiritualitäts-Highlight hier liegen. Und zwar werden sich dir deine Fähigkeiten viel mehr präsentieren. Nutze die Engel wieder mehr im Alltag. Du kannst jetzt dieses Jahr wirklich viel mehr deine Spiritualität leben. Alles Liebe dir. Dankeschön. Gerne, tschüss. Ja, super, das freut mich, dass auch jemand, der mit mir noch nicht gesprochen hat, es hier versucht hat, zu mir durchzukommen und es auch tatsächlich geschafft hat. Sind für alle die gleichen Chancen. Hier ist die Bernadette, hallo. Ja, Bernadette, hier ist Karin. Hallo, ich grüße dich. Was darf ich dir schauen? Ja, ich hätte gern mein Highlight. Gerne, Karin. Du denkst einmal an dich. Ich habe bei dir Dinge, die du regelmäßig tust, wieder mit Freude liegen. Neues Wissen, was du dir aneignen wirst, wo du dir jetzt auch dieses Jahr endlich die Zeit dafür nehmen kannst. Alles Liebe dir. Ja, danke schön. Gerne, tschüss, bitte. Hier ist die Bernadette, hallo. Hallo, hier ist Monique. Hallo Monique, was darf ich dir schauen? Frage oder Highlight? Auf jeden Fall ein Highlight, bitte. Gerne. Danke. Du hast hier eine Überraschung liegen, und zwar im beruflichen Bereich. Ich würde sogar sagen, dass du letztes Jahr in den Wintermonaten etwas gerne verändert hättest, was nicht so geklappt hat, was sich aber jetzt auf den Weg macht. Super. Gut, kannst du was mit anfangen, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, gerne. Tschüss. Ich danke dir. Mach's gut. Bitte, tschüss. Hellsicht und die Karten in Kombination. Hier ist die Bernadette, hallo. Hallo, Erika. Hallo, Erika. Frage oder Highlight? Mein Highlight, vielleicht siehst du einen Mann. Ja, gucken wir mal. Danke dir. Sehr gerne, kein Problem. Ich habe einmal jemanden aus der Vergangenheit liegen. Da bitte ein bisschen aufpassen, der ist nicht so ganz ehrlich. Da liegt mir noch eine weitere weibliche Energie. Jemanden komplett neuen, würde ich sagen, zwischen November diesen Jahres und Februar nächsten Jahres. Alles Liebe dir. Ich danke dir. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, sie hat schon gewusst, wen ich da meine mit der alten männlichen Energie. Wer hat es geschafft? Hier ist die Bernadette. Hallo. Hier, Veronika, nochmal. Nochmal, super. Ja. Ich möchte gerne wissen, wann bekomme ich eine Hilfe für meine behinderte Tochter? Wie meinst du das, in welcher Form Hilfe? Also wie ein Au-pair-Mädchen? Betreuung. Okay, die richtige Betreuung. Okay, das kann ich gucken. Im Moment liegt mir noch der Stillstand. Und zwar habe ich hier liegen, dass du dir eine Unterstützung holst von einem Amt oder von einer Behörde, die dir dann die Person vermittelt. Alles Liebe dir. Ja, danke. Gerne, tschüss. Danke. Hier ist die Bernadette, hallo. Ja, hallo, hier ist Rosa. Hallo, was darf ich dir schauen, Rosa? Ich hätte gerne mein Highlight. Sehr gerne. Du hast dich entschieden, Altes loszulassen im letzten Jahr. Es ist dir schwer gefallen, vorwärts zu kommen. Achte bitte darauf, dass du dich nicht
einschränken lässt durch die Meinung von einer weiblichen Person. Weil ich habe bei dir wirklich den klaren Weg ins Glück und in die positive Veränderung schon ab jetzt liegen. Alles Gute dir. Vielen Dank. Gerne, tschüss. Tschüss. Bitte, tschüss. So macht die Blitzrunde Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und achtet bitte auf das Laufband, da sind unsere Mitmachregeln drin. Dass ihr wisst, wie es hier funktioniert. Wer hat es geschafft? Hier ist die Bernadette, hallo. Hallo Bernadette, hier ist die Hanna. Ich hätte hallo. Bitte gerne ein Highlight. Sehr gerne. Negative Erfahrungen haben wir ja alle gemacht, aber bei dir ist es so, du lebst teilweise noch diese Prägungen und das bremst dich aus im Vertrauen, gerade auch was das Thema Männerwelt betrifft. Es ist jetzt an der Zeit, bewusst mal in dich zu gehen, zu erkennen, was du loslassen willst, das vielleicht auch mal aufschreiben, den Zettel verbrennen und die Asche aus dem Haus raustun. Und dann habe ich bei dir auch das Thema Liebe in die Leichtigkeit kommen und auch das Vertrauen wieder in die Menschen. Alles Gute dir. Danke. Gerne. Danke. Tschüss. Bitte. Ciao. Hier ist die Bernadette. Hallo. Hallo. Guten Abend. Du bist schon bei mir. Rede mit mir. Hallo Bernadette. Ja, ich höre dich. Was darf ich dir schauen? Hier ist die Monika. Ich hätte gerne auf einen neuen passenden Weggefährten geschaut. Mhm. Weggefährten oder Partner? Weil einerseits der Kopf sagt bei dir Weggefährte, aber das Herz wünscht sich schon einen Partner, oder? Ja, wo es dann später vielleicht doch. Genau, ja. Setz den Fokus klar für dich. Du musst ja nicht, wenn du jemanden kennenlernst, sagen, ich will mit dir eine Partnerschaft. Es geht nur um dich, um dein Inneres. Weil ich habe bei dir das Sehen, was du willst, aber dann auch das Ausgebremste. Weil du bist schon jemand, der glaubt an die Liebe. Und du bist auch auf dem richtigen Weg, das umzusetzen. Bremst dich selber nicht aus durch alte Erfahrungen. Ein neuer Weggefährte sehe ich innerhalb der nächsten 4 bis 8 Wochen in der Möglichkeit, wenn du es zulässt. Alles Gute dir. Danke dir. Gerne. Tschüss. Tschüss. Also ihr seht auch, ich erkenne euch. Vielleicht ist da doch einer, der ein oder andere, der sagt, ich zweifle, dass sie das kann. Dann schaut da einfach mal zu, weil Karten legen, hellsehen, das funktioniert. Und wer sich dann angesprochen fühlt, mitmachen möchte, darf das gerne tun. Wer hat es geschafft? Hier ist die Bernadette. Hallo, guten Abend, hier ist Maria. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Danke. Was darf ich dir schauen, Maria? Frage oder Highlight? Highlight, bitte. Ein Highlight, sehr gerne. Okay. Das, was du in Gedanken hast, was für dich auch wichtig ist, kommt in die Stabilität. Es braucht noch Zeit. Und nutze die Unterstützung der geistigen Welt. Alles Liebe dir. Danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Bitte, tschüss. Highlight. Highlight. So, Frage oder Highlight? Immer noch. Wer mag, darf sich auch, wer möchte, während der Beratung schon einwählen. Wer hat es denn geschafft? Hier ist die Bernadette. Hallo, hier ist Andrea. Hallo, ich grüße dich. Ich hätte gerne ein Highlight. Bitte. Ja, gerne. Bei dir ist es so, es wird sehr schnell deine Gabe zum Fluch. Das heißt, du bist in der Lage zu sehen, was möglich wäre, vor allem in Menschen, zwischen dir und den Menschen, egal ob männlich oder weiblich. Und du hältst an dem fest, was möglich wäre. Aber wenn die Person noch nicht bereit ist, in diese Veränderung zu gehen, ist es wichtig, dass du die Situation stehen lässt. Und dann kommt Bewegung rein. Okay? Okay. Alles also Liebe. Loslassen. Ja, nein. Genau. Stehen lassen, nicht loslassen. Lass so. Mal Situationen stehen. Alles Liebe dir. Okay, danke schön. Gerne, tschüss. Vielleicht hast du gerade erst zugeschalten und bist über Astro TV gestolpert. Astro TV wird heute oder hat heute Geburtstag, wird 18 Jahre alt. So lange gibt es den Sender schon. Ich war von 2009 bis Mai 2009 bis Dezember 2016 hier bei Astro TV Beraterin. Hab, ja, eine große, lange Pause eingelegt, wurde eingeladen. Also ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte, Sendung zu machen. Und habe ich gesagt, klar, mache ich. Bin dann heute früh um 6 Uhr von Bayern hierher gefahren. Morgen fahre ich auch schon wieder nach Hause.
Wie gesagt, nur zum Geburtstag, so als Geburtstagsgeschenk für AstroTV, aber auch für euch, liebe Zuschauer. Es macht mega viel Spaß, wieder hier zu sein und euch beraten zu dürfen. Der ein oder andere ist ja dabei und auch schon durchgekommen hier bei mir, die mich noch kennen. Das freut mich besonders. Es ist auch so, ich brauche deinen Namen nicht. Also du brauchst einfach nur sagen, hallo, ich habe eine Frage oder Highlight und dann schaue ich dir, weil ich arbeite mit deiner Stimme, mit deiner Energie. Also auch wenn du vielleicht eine Frage zu einer bestimmten Person hast, denkst du an diese Person und in dem Moment, wo du an die Person denkst, nehme ich sozusagen diese Energie über deine Gedanken auf und kann dann oder bin in der Lage, dann auf diese Person zu schauen. Das funktioniert. Die Blitzrunde ist die schnellste Runde hier bei AstroTV und meine Lieblingsrunde. Meine persönliche Lieblingsrunde. Und das Tolle ist, wenn jemand sich bei einer Beratung vielleicht auch erkennt und hat das Gefühl, Mensch, ich möchte auch eine Beratung haben, ist es kein Thema. Man darf sich auch während der Beratung einwählen. Man kann aber auch zuschauen und warten, bis ein Impuls da ist oder keiner. Jeder handhabt es selber, so wie er das möchte. Ich habe meine Elefanten wieder mitgebracht, die gehören immer mit hier bei mir zur AstroTV auf meinen Tisch. Meine Kinder, die grüße ich ganz lieb, die grüße ich nämlich immer in jeder Sendung von mir. Aber ich muss noch jemanden grüßen, meinen Ehemann, weil ich bin mittlerweile verheiratet. Und meine Schwiegermama guckt heute auch zu, die grüße ich auch. Und ich begrüße alle Zuschauer, die jetzt vielleicht eingeschalten haben und sich gedacht haben, Mensch, okay, ich möchte mir mal die Bernadette Rohleder anschauen, weil es gab ja so einen schönen, wie sagt man dazu, so einen Teaser, so einen kleinen Geburtstagsfilm, was heute euch alles erwartet bei AstroTV. Und da hast du dir gedacht, die kenne ich gar nicht, gucke ich mal rein. Super, wer ist bei mir? Hier ist die Bernadette. Bernadette? Ja, du bist schon bei mir. Die Dame mit der großen Kinderschar. Was darf ich dir schauen, Anne? Ein Highlight, bitte. Sehr gerne. Ich freue mich mega, dich zu hören. Komisch, dass mich die meisten an der Stimme erkennen. An der Stimme und an der Energie. Ja. Ich habe eine Reise hier liegen mit einer weiblichen Person, die geplant war oder mal drüber gesprochen worden ist, die jetzt stattfinden kann Ende August, Anfang September. Alles Liebe dir. Danke. Gerne. Aber tschüss. Das steht nicht an. Dann lass dich überraschen. Wir haben ja noch keinen September. Alles Liebe dir. Nee, weil ich nicht mit jemandem reise. Vor allen Dingen. Anne, lass dich überraschen. Alles Gute dir. Und jeder hat seinen menschlichen freien Willen. Ich bin in der Lage zu schauen, was kommt. Wenn ihr euch dann dafür oder dagegen entscheidet, dann ist das eure Entscheidung. Also das heißt jetzt nicht, wenn ihr nach einem neuen Mann fragt und ich sehe, da kommt einer innerhalb der nächsten 4 bis 8 Wochen und der kommt dann, dass ihr den nehmen müsst, um Gottes Willen. Das entscheidet ihr selber. Hier ist die Bernadette. Hallo. Hallo Bernadette. Hier ist Marina, ich grüße recht herzlich. Ich grüße dich auch. Was darf ich dir schauen? Frage oder Highlight? Könntest du mir mal schauen, ob ein passender Partner noch kommt? Ja, gucken wir uns an. Du denkst an dich. Ja. Und ich guck mal rein. Du wünschst dir schon jemand und es wird auch jemand geben, der zu dir passt, auch wenn du manchmal drüber nachdenkst, dass es vielleicht doch nicht sein könnte. Und zwar habe ich hier liegen die Möglichkeit, jemanden Neuen kennenzulernen, der passend wäre, dieses Jahr in den Herbstmonaten. Du entscheidest dann, ob du dich näher drauf einlassen möchtest oder nicht. Alles Liebe dir. Ja, ich danke dir. Gerne. Tschüss. Bitte, tschüss. Ich schaue nach deinen Möglichkeiten, wenn du eine Frage hast. Gerne auch, wenn du 2 Job- oder 3 Jobangebote hast, dann kann ich das auch machen in der Blitzrunde. Das ist kein Problem. Dann sagst du mir einfach, ich habe 3 Jobangebote, 1, 2 und 3. Und dann schaue ich dir, welcher der bessere Weg für dich wäre. Hier ist die Bernadette. Guten Abend. Hallo Bernadette. Hallo. Nochmal. Ja. Kannst du mal bitte sagen, wann für mich ein Partner kommt? Wann für dich ein Partner kommt? Ja, genau. Wir gucken mal. Ja, super. Okay.
Also es kommt noch mal jemand aus der Vergangenheit, wo du öfters auch noch drüber nachgedacht hast oder nachdenkst. Jemanden komplett Neuen habe ich liegen, wenn du dich dafür in die Bewegung setzt. Das könnte Zeitung oder Internet sein oder bewusst auch mal jemanden ansprechen, wenn dir jemand gefällt, innerhalb der nächsten 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate. Alles Gute dir. Ja, okay, danke dir. Gerne, tschüss, bitte. Tschüss. Verlasst euch auf euer Bauchgefühl, gerade wenn es um Entscheidungsfragen geht. Ich kann dir schauen, was kommen wird. Wichtig ist, dass du dich wohl und gut dabei fühlst, wenn du für dich selber Entscheidungen triffst. So, ihr dürft euch mal kurz die Karten anschauen. Das sind die mystischen Kipperkarten, mit denen lege ich für euch. Und jetzt kommen die Infos für euch. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, ihr Lieben, die Informationen habt ihr bekommen. Es ist ja wichtig, dass ihr wisst, wie funktioniert das hier. Astro TV ist ja transparent. Ich habe selber auch früher, also wo ich regelmäßig hier im TV war, auch von zu Hause aus, selber auch mal probiert durchzukommen. Mal klappt's nicht. Es sind für jeden die gleichen Chancen. Egal ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Montag oder Vormittag oder Abend ist, das wollte ich jetzt sagen, wollte ich wieder zu viele Worte auf einmal. Also es sind immer die gleichen Chancen für jeden. Wichtig ist nur wirklich mindestens 18 Jahre alt. Mein Sohn, der mit dabei ist, der Cosimo, der hat mich begleitet, der ist 17, der dürfte nicht mitmachen. Dann müsste ich als Mama für ihn anrufen und dann kann ich für ihn fragen. Das funktioniert, das geht. So, ich mische noch mal die Karten durch. Hier ist die Bernadette. Hallo? Hallo? Du bist schon bei mir. Hallo, hier ist die Bernadette. Guten Abend. Hallo, hier ist die Marlene. Guten Hi. Abend. Hi, schön, dass du da bist. Was darf ich dir schauen? Die Frage, er ist seit 4,5 Jahren im Heim, mein Josef. Ja. Ich sitze hier alleine, Pflegeperson im Rollstuhl. Sag mal, ob ich es schaffe, weiter. Ich schaue mir dein Highlight an. Mein Engel. Du bist ja lieb. Mensch, da freue ich mich echt total. Ja. Ehrlich. Auch die Anne, wie gesagt, wir beide sind die letzten Alten. Du Liebe, ich habe ein Geschenk aus der geistigen Welt für dich hier liegen. Du bekommst eine Nachricht, eine Botschaft von deinen Engeln, um die du schon länger gebeten hast. Und was ich sehen kann, ist, du tust dich leichter, in 4 Wochen eine Entscheidung für dich zu treffen. Alles Liebe dir. Tschüss, meine Gute. Tschüss. Tschüss. Das ist wirklich, wie wenn ich nicht weg gewesen wäre. Also es ist echt schön. Hier ist die Bernadette, es hat schon wieder geklingelt. Hallo? Hallo Bernadette, hier ist die Maria. Was darf ich dir schauen? Frage oder Highlight? Ich hätte gerne Highlight. Ja, sehr gerne. Du bist selber auch sehr spirituell. Arbeitest du schon mit der Spiritualität? Bisschen. Bisschen, und warum das nicht ist mein ganz? Wunsch, ja. Ja, siehst du? Und du hast noch gar nichts gesagt und ich hab schon gesehen. Du traust dir nicht zu, dass du damit stabiles Geld verdienen kannst. Wenn du das mit Herz und Verstand machst und so, wie du es dir wünschst, wie du es in deinen Gedanken hast, dann kannst du das dieses Jahr schon beginnen. Aber die Entscheidung, die muss umgesetzt werden, nicht nur getroffen. Alles Liebe dir. Danke schön. Bitte, tschüss. Danke, tschüss. Gerne, tschüss. So, es hat schon wieder geklingelt. Hallo, hier ist die Bernadette. Hallo, hier ist Carmen. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Was darf ich dir schauen? Ich hätte gerne mal ein Highlight. Gerne.
Das Thema Liebe ist für dich sehr wichtig im Moment. Ich habe bei dir das Thema Liebe sogar auch als erste Karte liegen. Der Stillstand geht raus, es kommt Bewegung rein und die Arbeit und Mühen, die du in die Situation gegeben hast, die werden sich lohnen. Alles Liebe dir. Danke. Bitte, tschüss. Sie wusste genau, was ich meine. Seht ihr, liebe Zuschauer? So schnell geht's, dass ich euch erkenne, kann ich bei jedem. Das ist überhaupt gar kein Problem. Hier ist die Bernadette. Hallo. Hallo, hier ist Peggy. Hallo. Ich habe eine Frage, wann der richtige Partner für mich kommt. Okay, wir gucken. Der, wo du gedacht hast, dass es ist, hat sich anders oder für einen anderen Weg entschieden. Und das hat dich sehr enttäuscht. Ich habe bei dir liegen, du wirst dieses Jahr jemanden kennenlernen und auch in den Beginn einer Partnerschaft gehen. Ich sehe aber, dass du dich dann dagegen entscheidest, was auch gut ist, weil du möchtest keine halben Sachen mehr. Ich sehe es im neuen Jahr. Alles Liebe dir. Dankeschön. Bitte, tschüss. Tschüss. Hier ist die Bernadette. Hallo? Hallo, du bist schon bei mir. Guten Abend. Hallo Bernadette, hier ist Marina nochmal. Nochmal, ja wunderbar. Was darf ich dir jetzt schauen? Ich hätte gerne mein Highlight. Mhm. Gerne. Bei dir liegt auch etwas in den Wintermonaten, was anstrengend war, was nicht so funktioniert hat, wo du dir viel Mühe gegeben hast. Und da tun sich jetzt im September, Oktober, November neue Möglichkeiten auf, wo du dann ins Handeln gehen kannst und auch noch Unterstützung durch eine weibliche Person bekommst. Alles Liebe dir. Ich danke. Gerne. Bitte. Tschüss. Hier ist die Bernadette. Hallo. Hallo Bernadette, hier ist Edith. Hallo, ich grüße dich. Was darf ich dir schauen? Es ist schön, dich zu sehen und hören zu dürfen und ich wünsche mir ein Highlight. Sehr gerne. Ich habe bei dir die Finanzen kommen wieder mehr in den Fluss aufgrund deiner Einstellung dem Thema Geld gegenüber, weil du kannst sehr stark mit Energien arbeiten und die auch sehr gut steuern. Und das wird dir dieses Jahr immer mehr bewusst und dann kannst du das auch für andere Menschen anbieten. Alles Liebe dir. Ich danke dir. Gerne. Tschüss. Tschüss. Liebe Regie, ich bin ja schnell und wir haben ja jetzt Frage und Highlight. Wollen wir die Runde wechseln? Weil die meisten, die mich ja kennen, die wissen, ich kann auch noch den tiefen Blick legen. Und die meisten, die mich kennen, die wissen, es ist innerhalb dieser Zeit 3 Tage vor Monatsende bis 3 Tage nach Monatsbeginn. Das heißt, ich lege sehr gerne für euch die Monatslegung. Die lege ich schon mindestens 10 Jahre. Das heißt, ein komplettes Kartenbild für deinen Juli. Sehr gerne den tiefen Blick. Das heißt, ich schaue mir dein nächstes halbes Jahr an. Das ist meine Bezeichnung für den klassischen Rundumblick. Aber wenn jetzt jemand dabei ist und sagt, ja, aber bei mir geht es um einen bestimmten Mann oder ich will eine Partnerschaft, wie sieht es denn da aus? Dann lege ich sehr gerne den Liebeskreis. So, der tiefe Blick, der Liebeskreis oder die Monatslegung. Ja, perfekt. Super, hier ist die Bernadette. Hallo. Hallo, hier ist die Ritter Bernadette. Hallo. Er hat eine Frage. Gerne. Ich habe vor einem Dreivierteljahr einen Mann kennengelernt. Ich wollte dich fragen, ob der Schrank kommt, ob der zurückkommt. Ja. Ob sich der meldet. Alles klar, gucke ich mir an. Du denkst mal an ihn, weil jetzt sind wir ja in der ausführlichen Beratung. Das heißt, ich kann dir den Liebeskreis auf ihn legen und dann gucken wir mal, wann und ob er sich meldet, okay? Ja, ja, und ob sich noch jemand meldet dann. Ja, aber der meldet sich definitiv bei dir, weil du liegst mir hier in seinen Gedanken im Zentrum. Ich würde sagen, im nächsten halben Jahr ganz plötzlich und unerwartet. Aber was ich auch sehen kann, ist, dass der sich noch lösen muss von alten Erfahrungen und vor allem auch von einem alten Betrug. Also der kommt definitiv noch mal auf dich zu, braucht dann aber auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich sehe es eher über ein langsames Annähern und nicht jetzt dieses, er hat sich für dich entschieden und dann geht ihr in eine Partnerschaft. Da ist er nicht der Typ für, müsstest du aber auch eigentlich wissen. Also auch keine Partnerschaft? Doch, aber nicht so schnell, über den langen Weg. Aha, ja? Okay. Weil er ist okay. Nicht der Schnellste.
Mhm. Ach so, aha, okay. Mhm. Alles Liebe dir. Alles Liebe, danke dir. Gerne, tschüss. Wenn es noch niemanden bei euch gibt und ihr möchtet den Liebeskreis haben, dann lege ich die Liebe raus und dann gucken wir, wann da jemand kommt. Ist der Nächste vielleicht schon jemand, für den du dich dann entscheiden kannst, für eine feste, stabile Partnerschaft? Oder ist es erstmal irgendwo ein ja, Anschauen, ein Treffen und zu gucken, wie das Ganze wird. Liebe Zuschauer, achtet bitte auf das Laufband mit unseren Mitmachregeln, damit ihr wisst, wie das bei uns hier funktioniert. Super, hier ist die Bernadette, hallo. Hallo, den tiefen Blick hätte ich gerne. Gerne, braucht deinen Namen auch nicht, alles gut. So, du denkst einfach mal nur an dich und dann schauen wir mal rein, ja? Ja. Okay. Also ihr habt gehört, wie die Zuschauerin das jetzt gerade gemacht hat. Sie hat nur gesagt, hallo und was sie möchte, kannst du genauso machen, wenn du das möchtest. Du musst mir nicht deinen Namen sagen. Du kannst mir auch einen falschen Namen sagen, weil ich arbeite mit der Energie. Boah, also pass auf, ich habe bei dir mehrere Dinge liegen, die du gerne verändert hättest. Einmal im finanziellen Bereich, das Thema Liebe. Dann eine Freundin oder eine Bekannte. Da sind ein paar Unklarheiten. Könnte auch eine Arbeitskollegin sein. Dann habe ich bei dir liegen, dass du jetzt dieses Jahr Winter, sprich November, Dezember, Januar, Februar, März, innerhalb dieser Zeit kannst, wenn du möchtest, kannst du dich beruflich verändern. Die Möglichkeit kommt, du entscheidest, ob du es machen möchtest oder nicht. Thema Liebe, Partnerschaft, kommt bei dir auch Bewegung rein. Da gibt es schon jemanden in deinen Gedanken und in deinem Herzen. Dieser Mann braucht noch Zeit, um in seine Veränderung zu gehen und vor allem auch sich zu lösen. Ich habe hier ein positive Nachrichten von Ämtern und Behörden, mit denen rechnest du nicht. Und zwar liegt da auch das große Glück mit bei. Alles Liebe dir. Danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Macht's wie die Zuschauerin gerade eben, wenn ihr nicht euren Namen sagen möchtet. Es ist kein Problem. Ich arbeite mit eurer Stimme, mit der Energie. Hier ist die Bernadette. Hallo. Hallo Bernadette, Servus aus München. Ich bin die Petra. Hallo Petra, Servus nach München. Du Liebe, was darf ich dir schauen? Der tiefe Blick, der Liebeskreis oder die Monatslegung Juli? Ich hätte gerne mal den tiefen Blick. Ja, gucken wir uns an. Du denkst bitte einmal an dich. Mhm. Okay. Du warst ganz schön ausgebremst in deinem Handeln und aber auch teilweise in deinem Denken. Es liegt aber auch daran, dass du sehr viel organisieren und denken musstest. Und deshalb ist bei dir auch die Energie in dem Sinne nicht so geflossen. Mhm. Ich habe bei dir die nächsten 4 Wochen mit Entspannung liegen, mit Meditation auf deine Art und Weise, weil du bist auch jemand, du kannst rausgehen in die Natur und das ist für dich Meditation, wie es genau für jemanden anderen ist, dass er eine CD braucht, ne? Ja, ja. Genau. Und du kommst an deine Ziele. Es müssten 3 große Bereiche sein. Die Liebe, 4. Dann noch was mit Ämtern und Behörden, deine Spiritualität und aber auch das Berufliche. Richtig. Und, ja, genau. Und die wirst du erreichen. Und zwar von heute an bis zu den Frühlingsmonaten. Aber es bewegt sich jetzt schon was. Also es kommt Schritt für Schritt noch in diesem Jahr. Hast du dich wiedererkennen können? Brauche ich auf gar nicht fragen. Fall. Ich merke das. Ich bin so, kann teilweise so himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt und ich weiß, es ist einfach so eine Transformation, die sich bei mir abspielt da. Aber ich nehme das gerne an. Ich freue mich, dass du mitgemacht hast. Dankeschön. Ja, alles danke Liebe dir. Bitte, tschüss. Ihr profitiert ja davon, wenn ihr eine Beratung bei mir abholt. Hier ist die Bernadette. Hallo. Hallo Bernadette, hier ist Maria. Hallo, was schön, darf ich dir schon? Dankeschön. Ja, ich hätte gern den tiefen Blick, bitte. Sehr gerne. Du guckst, sage ich schon. Ich habe ein bisschen überlegt. Was hast du überlegt, was du dir aussuchen möchtest? Nee, ich habe überlegt, wie der Nachname heißt, aber der ist mir schon eingefallen wieder. Mein Name? Ja. Rohleder. Bernadette Rohleder. Ja, das ist mir genau schon eingefallen. Doch. Ja. Okay, du denkst mal an dich, ich schau mal rein. So, dann gucken wir mal. Also du bist richtig motiviert, jetzt die Dinge anzugehen,
auch andere Menschen zu unterstützen bzw. Impulse zu geben, in ihre Entscheidung zu finden. Da liegt mir auch eine weibliche Person, die ein Problem hat mit einer männlichen Person, wo sie dich auch als Ratgeber braucht. Du hast jetzt in den Sommermonaten wieder mehr den Fokus auf deinem eigenen Kraft- und Energiehaushalt liegen. Was sehr schön liegt, sind die Finanzen. Da wirst du jetzt auch wieder größere finanzielle Ziele anpeilen. Und ich habe bei dir liegen, alter Kummer aus dem Thema Partnerschaft und Bindungen zu Menschen geht raus. Alles Liebe dir. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Gerne, tschüss. Bitte, tschüss. Bleib bitte dran, jetzt kommen wichtige Informationen für euch. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch in dieser Stunde eine Viertelstunde, liebe Regie. Wollen wir anonym machen, beziehungsweise nicht wollen wir anonym machen, sondern ich wünsche mir jetzt, dass wir anonym machen. So, wichtig ist immer die Formulierung. So, super. Also, jetzt hört keiner deine Stimme, nur ich habe dich auf meinem Ohr. Das heißt, du kannst dir ganz anonym den tiefen Blick, den Liebeskreis oder die Monatslegung abholen für den Juli. Und wenn du dir jetzt denkst, Mensch, ich hatte ja eine Frage gehabt, dann lege ich dir den tiefen Blick. Da ist ja die intensive Runde viel besser, weil dann schaue ich mir direkt das Thema von deiner Frage an und dann haben wir ein ganzes Kartenbild, den ganzen tiefen Blick für dein Thema. Zum Beispiel, du möchtest vielleicht dich beruflich verändern. Dann lege ich dir den tiefen Blick auf den Beruf. Wenn du sagst, nö, ich möchte wie so eine Art Rundumblick haben, ohne Vorabinformation, gar kein Problem, dann lege ich den für dich. Wer hat's geschafft? Hier ist die Bernadette, hallo. Hallo, ich sag jetzt nicht deinen Namen, weil wir sind in der anonymen Runde. Was darf ich dir schauen? Für dich selber? Okay. Du denkst bitte einmal an dich. Du tust dich schwer mit dem Loslassen. Das Loslassen fällt mir bei dir raus. Jetzt gucken wir mal, in welchem Bereich. Du bist ein Gewohnheitstier. Also wenn du was gewohnt bist und fühlst dich wohl, dann tust du dich schwer damit, es zu verändern. Und ich habe bei dir liegen, dass das wirklich von dir ein Thema ist, wo du jetzt, von jetzt Sommer bis zu den Herbstmonaten, über deine spirituellen Fähigkeiten merkst, dass Veränderung Spaß macht. Und dann liegst du mir hier richtig motiviert. Du möchtest Neues ausprobieren, möchtest neue Menschen kennenlernen. Vielleicht möchtest du auch alleine mal verreisen, alleine etwas unternehmen, was du dich vorher nicht getraut hast. Also dieses Jahr ist wirklich, du kommst in deinen Mut, in deine Begeisterung und sprichst auch die Dinge klar an und klar aus. Alles Liebe dir. Gerne, bitte, tschüss. Anonyme, intensive Beratung, liebe Zuschauer. Unten steht der tiefe Blick, der Liebeskreis oder die Monatslegung Juli. Immer drei Tage vor Monatsende bis nach drei Tage nach Monatsbeginn gibt es bei mir praktisch ein komplettes Kartenbild für den Folgemonat. Jetzt hast du die Möglichkeit, anonym dir die Monatslegung zu holen. Vielleicht ist gerade der Juli für dich ein ganz wichtiger Monat, wo du vielleicht auch Geburtstag hast und dir selber jetzt auch sozusagen schon ein Vorabgeschenk machst, damit du weißt, okay, was kommt auf dich zu. Worauf sollst du achten? Alle Warnungen, alle Highlights sind mit in der Monatslegung drin. Und vor allem, was toll ist bei der Monatslegung, ich kann schauen, was ist veränderbar. Also ich bin in der Lage zu gucken, was kommt, was hast du für Möglichkeiten. Du entscheidest dann aber letzten Endes mit den Informationen, die du ja durch deine Monatslegung zum Beispiel hast oder im tiefen Blick, mit einem guten Gefühl und mit Ruhe, weil du ja schon weißt, was kommt, dass du dich für deinen richtigen Weg entscheiden kannst, der sich gut und stimmig für dich anfühlt. Der tiefe Blick ist mein Steckenpferd. Ohne Vorabinformation, gerade auch für die, die sagen, oh, jetzt ist es anonym. Ich bin eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Ich werde keine Namen wiederholen.
Ich werde nicht verraten, wer du bist. Gibt auch einige Schauspieler oder Radiomoderatoren, die vielleicht mehrere Angebote haben, weil sie schon die Fühler ausgestreckt haben. Können wir gerne machen. Auch in dieser Runde kann ich mir ja bis zu 7 verschiedene Dinge, zwischen denen du dich entscheiden kannst, anschauen, was ist der beste Weg für dich, wo ist es leicht, wo ist eher abzuraten. Dann sagst du mir einfach nur, ich habe 7 Möglichkeiten, welche sind für mich die besseren. Ich muss gar nicht wissen, worum es geht. Kann ich dir legen, ist überhaupt gar kein Thema. Vielleicht ist es aber auch eine Wohnung oder du wünschst dir einen Wohnungswechsel, hast bisher nichts gefunden. Vielleicht möchtest du dich spirituell selbstständig machen. Hat man mir damals auch nicht zugetraut, 2008, mein Umfeld. Und ich sitze immer noch hier, beziehungsweise ich lege immer noch die Karten. Ich bin immer noch spirituelle Lebensberaterin. Ich war selber auch eine ganz, ganz lange Zeit, 8 Jahre lang Single. Bei mir war es auch so, ich habe mir die Karten legen lassen. Dann hieß es Frühling, kommt jemand. Dann war der Frühling da, dann hieß es, der Sommer kommt. Irgendwie hat sich nichts bewegt. Da kann man nachschauen lassen. Wo hängt es? Hängt es überhaupt? Bremst du dich selber? Liebe Zuschauer, wenn ihr hier mitmachen möchtet oder grundsätzlich, lest das Laufband, dann wisst ihr, wie das hier funktioniert. Das ist wichtig. Astro TV ist transparent, dass ihr wisst, wie das hier funktioniert, die Mitmachregeln. Die Einwahl kostet ja auch Geld. Das verheimlichen wir nicht. Das Tolle ist aber, jeder hat die gleiche Chance. Es ist noch niemand bei mir. Also, ich möchte gerne euch einladen, hier meine Sendung mitzugestalten. Dein Thema jetzt intensiv und anonym anzuschauen oder einfach mal nur so schauen. Muss ja nicht sein, dass jeder jetzt Probleme hat, der hier mitmachen mag. Also man muss nicht Probleme haben, um hier mitmachen zu dürfen. Man kann auch einfach so schauen lassen. Dann lege ich dir den tiefen Blick und dann gucken wir mal, was kommt. Und dann lässt du dich mal überraschen, wie schnell das dann auch kommt. Ich bin spezialisiert übrigens auf die baldige Zukunft. Also der tiefe Blick ist fürs nächste halbe Jahr. Es sei denn, es liegt die 2-Jahres-Karte mit dabei. Der Liebeskreis ist eine ganz besondere Legung mit den Pandora-Karten. Für dich kann ich dir schauen, wann kommt jemand in dein Leben, der zu dir passt. Oder aber auch, es gibt Dreiecksbeziehungen. Das gibt es, dass man sich auch in jemanden verliebt, der schon in der Partnerschaft ist. Egal ob männlich oder weiblich, das spielt keine Rolle, das gibt es. Jetzt sind wir anonym, kann ich dir schauen, gerade auch solche Konstellationen, man ist in den Kollegen verliebt oder in den Chef verliebt oder auch in den Nachbarn, da möchte man das nicht in der Öffentlichkeit diskutieren bzw. anschauen lassen. Diskutieren tun wir sowieso nicht. Ich schaue dir, was möglich ist, was kommt, weil du entscheidest. Ich werte und urteile nicht. Sobald ich deine Stimme habe, arbeite ich mit deiner Energie. So mache ich das schon immer. Seit meiner Kindheit bin ich hellsichtig und hellfühlig und auch oftmals hellhörig. Ich arbeite auch sehr intensiv mit Erzengel Raphael zusammen. Ich sage immer, mein großer grüner Freund ist mit dabei. Die 3 Möglichkeiten haben wir hier zum Aussuchen. Der tiefe Blick, der Liebeskreis oder die Monatslegung. Und die Monatslegung gibt es immer nur bei mir 3 Tage vor Monatsende bis 3 Tage nach Monatsbeginn. Ein komplettes Kartenbild für deinen Juli. Hier ist die Bernadette. Hallo, guten Abend. Was darf ich dir schauen? Sehr gerne. Du denkst bitte einmal an dich. Dann gucken wir uns deine Monatslegung mal an. Ja, die Elefanten sind immer bei mir. Ja, stimmt. Sehr schön. Du Liebe, ich habe bei dir jetzt im Juli, Anfang des Monats, es kommt mehr Stabilität in Kraft- und Energiehaushalt rein. Was auch liegt die Spiritualität. Du hast hier den Draht nach oben liegen. Du bekommst Botschaften aus der geistigen Welt über Impulse im Alltag.
Dann habe ich bei dir liegen, dass Stillstände im häuslichen Bereich rausgehen. Es kann sein, dass du da was verändern wolltest oder vielleicht auch was nicht so funktioniert hat und jetzt repariert wird oder wieder funktioniert. Neu gemacht, okay? Und du selber liegst mir Ende des Monats, das heißt, du bist offen für das, was kommen möchte. Du versuchst immer mehr in deine Leichtigkeit zu kommen, aber auch diese Leichtigkeit weiterzugeben, wenn du die Möglichkeit hast. Ja, alles Liebe dir. Danke, tschüss. Tschüss. Habt ihr leider nicht gehört? Stimmt alles, hat sie gesagt. Aber ich gehe davon aus, dass ihr mir da vertraut. Hatten wir ja vorhin in der schnellen Runde oft das Feedback, es hat gepasst. Also ich bin jetzt auch niemand, der sich die Bestätigung holen muss, dass ich das kann, was ich kann. Da sage ich ganz klar und habe ich auch lange für gebraucht, zu sagen, ich bin ein Medium, ich kann in die Zukunft schauen. Klar, jemand, der damit vielleicht noch nichts zu tun hatte, für den ist das vielleicht ein bisschen komisch. Aber es ist gar nicht komisch, weil das gibt es ja schon immer, die Zukunftsdeutung über mehrere Dinge, ob über Astrologie, über die Karten, über die Hellsicht. Es gibt Wasserleser, es gibt Runenmeister. Ich arbeite mit den Karten und mit meiner Hellsicht. Was jetzt ganz besonders ist, wir sind in der anonymen Runde. Niemand hört dich, nur ich höre dich auf meinem Ohr. Und du kannst dir den tiefen Blick, den Liebeskreis oder die Monatslegung aussuchen. Du entscheidest selber, was du haben möchtest, und ich richte mich da absolut nach dir. Ja, bis 21 Uhr bin ich da. Ihr dürft es gerne noch nutzen. Jetzt die anonyme Runde. Der tiefe Blick, der Liebeskreis. Für den Liebeskreis musst du niemanden in deinem Herzen oder in deinen Gedanken haben. Ich kann dir auch sehr gerne personenunabhängig schauen. Vielleicht bist du jemand, der gesagt hat, ich habe jetzt so lange auf einen bestimmten gewartet, den möchte ich nicht mehr. Ich möchte jetzt schauen, gibt es da jemanden neuen? Ich brauche eine neue Energie. Können wir gerne machen, lege ich nur die Liebe raus, personenungebunden, und dann schaue ich für dich. Wann kommt da jemand? Ist vielleicht was zu beachten? Ist da jemand unehrlich? Das kann man sehen. Mit der Hellsicht und mit den Karten bin ich blitzschnell, auch in der intensiven Beratung, weil ich möchte dir so viele Informationen wie möglich mitgeben. Und ich freue mich heute schon ganz viele, ja, Stimmen, die ich schon mal gehört habe, dass sie ja probiert haben, durchzukommen und es auch tatsächlich geschafft haben. Weil nicht jeder kann es schaffen in die Sendung, ist ja ganz klar. Aber es sind für alle die gleichen Chancen. Und jetzt sind wir noch anonym. Das bedeutet, wer möchte, darf hier mitmachen. Ich mische mal die Karten durch. Und natürlich die auch, beziehungsweise die mische ich nicht durch. Wenn jemand durchkommt, der den Liebeskreis haben möchte und hat schon jemanden, dann brauchen wir nämlich die männliche Person hier. Und wenn jemand niemanden hat und möchte wissen, wann kommt jemand, brauchen wir die Liebeskarte, dass wir personenunabhängig schauen können. Wenn jemand nur eine Frage hat, ist es auch überhaupt gar kein Problem. Dann lege ich den tiefen Blick auf deine Frage. Also ich bin da wirklich flexibel und schnell. Ja. Ihr kennt es wahrscheinlich von Astro TV hier, die XXL-Beratung. Also ich erinnere mich auch. Ich habe jetzt eine Stunde Pause und komme nachher wieder um 22 Uhr bis 23 Uhr. Und ich habe jetzt Pause und würde dann die Beratung, beziehungsweise nicht würde, sondern ich nehme die Beratung mit in meine Pause. Das bedeutet, der tiefe Blick, der Liebeskreis oder die Monatslegung XXL jetzt für dich. Und wer sich ein Limit gesetzt hat und hat gesagt, Mensch, ich habe es heute nicht geschafft, würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr zuschaut. Ist überhaupt gar kein Problem. Jeder bestimmt selber, wie oft und ob er sich einwählen möchte. Der tiefe Blick, der Liebeskreis und die Monatslegung. Und ich freue mich, die Stunde war jetzt rasend schnell vorbei. Aber die Stunde ist noch nicht um, weil eine Beratung mache ich noch. Eine Möglichkeit jetzt in dieser Stunde ist noch da. Und das Ganze XXL und anonym
freue mich so, hier sein zu dürfen, liebe Zuschauer. Es macht mega Spaß und ich kann es noch. Ich war ein bisschen aufgeregt. So, wer es jetzt nicht geschafft hat oder der Person den Vortritt lassen möchte energetisch und sagt, oh, ich probiere es nachher mal in der öffentlichen Runde, sehr gerne. Aber jetzt warte ich noch, bis es klingelt und freue mich drauf, XXL beraten zu dürfen, dich mit in meine Pause zu nehmen. Und du darfst aussuchen, der tiefe Blick, der Liebeskreis, die Monatslegung. Und das Ganze anonym. Super, hier ist die Bernadette. Warte mal bitte ganz kurz, liebe Zuschauer. Ich verabschiede mich, ich gehe eine Stunde in die Pause. Ich würde mich freuen, wenn ihr nachher mit dabei seid um 22 Uhr. Bis später, tschüss. Hallo? Ja, hallo, hier ist Silvia. Hallo, ich grüße dich. Ich sag nicht deinen Namen. Was?